Hallo Leute und herzlich willkommen zum ersten Video im Doomtober 2020, auch mit neuem Logo. Und zwar habe ich heute für euch einen Look, der ein bisschen inspiriert ist vom Zeus. Der ist auch im Zusammenhang mit der Doll Search 2020 von NYX Cosmetics entstanden. Leider war die Konkurrenz sehr stark dieses Jahr, also das muss ich dem wirklich allen lassen, deswegen ich hatte gar keine Chance. Jedenfalls beginne ich auch schon mal damit, dass ich Latexpaste mische, und zwar ein bisschen Mehl und Latex, und das trage ich grob auf den Kopf auf, sozusagen, um eine dicke Schicht zu haben, da wir eine Perücke selber basteln. Dieser Look ist aus nichts entstanden gefühlt, also ich habe wirklich fast alles selber gemacht und alles in Low Budget, das heißt jeder kriegt so einen Look hin. Nachdem das etwas angetrocknet ist, dazu könnt ihr gerne Föhn nehmen, das geht alles dann viel schneller, habe ich dann nochmal eine dünne Schicht Latex aufgetragen und dann angefangen die Watte aufzubringen, und dann nehmt ihr einfach so ein Wattebällchen und das pullt ihr einfach so ein bisschen auseinander. Die sind ja eigentlich eingewickelt in so eine Rolle, und wenn ihr es aufrollt, dann habt ihr theoretisch halt so einen langen Streifen an Watte. Und das könnt ihr euch dann sozusagen selber neu zusammenwickeln, wie ihr wollt, sodass ihr einfach ein Lockenmuster entwickelt. So, worauf ihr achten müsst, ist auf jeden Fall, dass ihr das auch sehr schön randrückt, damit es sehr gut hält am Latex. Also ich habe einen kleinen Rand übrig gelassen, damit ich später nochmal das an meiner Haut befestigen kann und dann noch ein bisschen Platz habe, um Watte zwischen meinem Haaransatz und der Perücke sozusagen zu kleben. So, damit die in Form bleibt, die Watte, weil die fällt gerne zusammen und verliert an Volumen, Haarspray. Macht es aus einer großen Entfernung, es soll nicht nass werden, weil sobald es zu feucht ist, kollabiert es einfach. Weil Haarspray gerne ein bisschen klebrig bleibt, benutzt da am besten irgendeine Art von Puder. Ich habe es ganz einfach gemacht und weißen Trockenshampoo genommen. Der hat nochmal sehr schön die Textur hervorgehoben von den Locken. Und ansonsten könnt ihr das einfach über Nacht härten lassen. Beim Abziehen müsst ihr einfach nur darauf achten, dass sobald ihr ein Stück Latex abzieht, das sofort gepudert werden muss. Auch im trockenen Zustand klebt gerne Latex zusammen, und das auseinander zu fummeln ist sehr fiemlich und dabei reißt das Latex sehr oft. Deswegen macht einfach die Arbeit vorher. Dann habe ich natürlich geguckt, ob das passt, ob das meine Haare abdeckt, und dann habe ich alles unnötiger abgeschnitten und angefangen auch schon mein Gesicht anzumalen. Dazu habe ich mir einfach von Eulenspiegel weiße Farbe gekauft, und die ist ein bisschen deckender als die ich aus der Drogerie hatte, und die ist auch Self-Setting, das heißt ihr braucht da nicht extrem viel Puder zum Setten auftragen, ist natürlich wasserlöslich, aber hält auf jeden Fall besser und creased nicht so stark wie die Cremefarbe, die ich letztes Jahr verwendet habe. Ich habe da sehr viele verschiedene Pinsel benutzt, um einfach Texturen auszuprobieren. Das muss jetzt nicht gleichmäßig sein, weil wir wollen eher eine Marmorsäule nachbilden und die ist nicht unbedingt glatt. Und dann trage ich eigentlich auch schon eine andere Farbe von Eulenspiegel auf. Das habe ich dann auch schon mit einem Blush von Catrice ein bisschen intensiviert, und damit es ein bisschen glowier ist. Dann habe ich mich eigentlich auch schon ans Bekleben gemacht vom Latex. Und dann müsst ihr aufpassen, weil Latex gerne sich an Haare klammert. Das tut einfach weh beim Abziehen und es besteht die Gefahr, sich Haare abzuziehen. Ich benutze aber einfach einen Ölreiniger und dann geht es eigentlich immer zum Schluss. Und dann verklebt ihr einfach nur noch eure Haarline. Alle Lücken, die euch stören, füllt ihr auf. Dann habe ich weiße Farbe genommen, die gleiche, und habe das dann mit so einem Mini-Concealer-Buffer aufgetragen auf den Latex, da das ein bisschen schwierig ist, mit Schwämmen auf Latex zu arbeiten. Genau, für den Körper habe ich dann einfach die Cremefarbe benutzt, weil ich sehr schnell arbeiten wollte und die hat sich viel besser ausblenden lassen, weil es halt eine Cremeformulierung ist. Ja, dann habe ich auch schon Schmuck aufgetragen und mich daran gemacht, mit einem weißen Eyeliner so Marmorstrukturen zu zeichnen, also einfach so Marmorvenen. Und ich habe mich entschieden, diesmal aber wirklich nur weiße zu lassen, weil das sah im Kontrast mit dem Marmor einfach richtig geil aus. Und dann habe ich auch schon das ganze Gesicht abgepudert. Ich habe dann nach dem Pudern auch sehr viele verschiedene Highlighter aufgetragen, alle mit verschiedenen Finishes. Macht da einfach, was ihr wollt. Dann habe ich einen Lipgloss aufgetragen, dieser ist von NYX, ist aus der Shiny-Serie, die so ein bisschen Glitzer haben, und das ist einfach die Farbe Clear. Und dann habe ich mich eigentlich schon aufs Auge gemacht und habe ich meine Lieblings-Eyeliner benutzt von NYX. Genau, einmal den schwarzen und einmal den weißen, und zum Vermischen habe ich von Catrice HD Active Primer benutzt, weil es halt mein Lieblingsmischmedium ist für diese Eyeliner, und habe einfach unter den Augen ein bisschen ausgeweißt, ausgehellt, damit das aussieht wie Puppenaugen, weil halt sozusagen die Challenge von NYX war.
Doll-Look zu schminken. So, dann habe ich auch schon angefangen zu schattieren. Dafür habe ich so eine graublaue Farbe von Kiko Milano benutzt und ich habe da einfach alles Mögliche nachgezogen. Also ich habe auch so ein bisschen meine Zornfalten so ein bisschen künstlich gemacht. Weißen Concealer wieder genommen, bisschen Knochenstrukturen gezeichnet, Augenbrauen aufgehellt. Und dann habe ich auch schon Wimpern aufgeklebt und dann habe ich den Style Taco von Naomi John in Collaboration mit Melody Lashes benutzt. Und ich frage mich, warum das die einzigen Lashes sind, die in der Drogerie nicht ausverkauft sind. Ich finde, das sind die geilsten, die sie rausgebracht hat. Dann habe ich zum Schluss nochmal eine richtig ordentliche Menge Setting Spray benutzt, der ein bisschen Schimmer hatte. Dann waren wir auch schon durch tatsächlich. Und das ist mein erster Look in Dummtauber 2020. Ihr könnt gerne auf Instagram vorbeischauen, euch die Stories und sonstigen Sachen dazu angucken. Das ganze Shenanigans mit den Social Media kennt ihr schon. Deswegen, wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben oder einen Kommentar schreiben. Ihr habt auch einen kurzen Moment Zeit, meinen Kanal zu abonnieren. Vielen Dank dafür und wir sehen uns auch schon morgen zu einem neuen Video. Ciao!